Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Beziehungsweise heute muss ich ja sagen, dass ihr bei uns eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Meine große Hilfe steht nämlich neben mir. Das ist meine Tochter Nathalie. Ihr kennt sie vielleicht auch schon aus einem anderen Video, wo sie mit mir gebacken hat. Wir haben Lebkuchenmännchen gebacken, beziehungsweise eigentlich hat sie die gebacken. Ich habe nur den Teig gerührt und nachher aufgeräumt. Und wie die Lebkuchenmännchen gemacht werden, seht ihr jetzt. Ich habe hier stehen einmal 500 Gramm Mehl, dann brauchen wir ein Ei, 125 Gramm Zucker, etwa 2 Esslöffel Wasser, 200 Gramm dunklen Zuckerrübensirup, dann benötigen wir 125 Gramm Butter und dann habe ich hier verschiedene Gewürze und zwar ist das hier ein Esslöffel Zimt, 2 Esslöffel Lebkuchengewürz, ein Teelöffel Natron, dann habe ich hier einen halben Teelöffel gemahlene Muskatnuss, eine Prise Kardamom und einen halben Teelöffel Salz. Als erstes geben wir die Butter in die Rührschüssel und lassen diese zusammen mit dem Zucker mindestens 2-3 Minuten richtig schön aufschlagen. Während das Ganze nun schlägt, könnt ihr schon mal die trockenen Zutaten, also das Mehl und die Gewürze, miteinander verrühren. Und dann kommt das Ei zu der Butterzuckermasse dazu und wird richtig gut untergerührt, bevor dann der Zuckerrübensirup und das Wasser dazu kommt. Wenn sich nun alles miteinander ganz gut verrührt hat, kommt auch das Mehl-Gewürzgemisch dazu und wird nochmal untergerührt. Ich nehme jetzt den Teig hier nochmal aus der Rührschüssel raus und knete den mit den Händen nochmal durch, so dass ich einen richtig schönen gleichmäßigen Teig habe. Diesen teile ich mir jetzt in zwei Portionen, packe jeweils eine Portion in Frischhaltefolie ein und lasse sie für mindestens eine Stunde im Kühlschrank fest werden. Nach etwa einer Stunde könnt ihr eine Teigportion aus dem Kühlschrank nehmen, auspacken, nochmal ganz kurz durchkneten, nicht zu lange, denn er soll ja nicht warm geknetet werden, er soll ja schön kühl bleiben. Und dann könnt ihr ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche auf 0,5 cm ausrollen. Wir benutzen jetzt hier Ausrollstäbchen, die einen halben Zentimeter Dicke haben. Das heißt, die lege ich mir hier rechts und links neben den Teig und so bekomme ich den Teig in einer richtig schönen gleichmäßigen Stärke, aus dem ich dann auch meine Lebkuchenmännchen ausstechen kann. Mit einer Winkelpalette könnt ihr dann den Teig von der Arbeitsfläche lösen und gebt sie dann auf ein Backblech. Die genauen Backzeiten, das entnehmt ihr bitte meinem Blogbeitrag, den ich euch in der Infobox des Videos auch verlinke. Die Reste knetet ihr natürlich immer wieder zusammen und stecht so lange aus, bis ihr keinen Teig mehr übrig habt.
Nachdem die Lebkuchenmännchen nun gebacken sind und richtig gut ausgekühlt sind, haben wir sie mit einem Royal Icing verziert. Da ist natürlich eurer Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Das könnt ihr natürlich so dekorieren, wie ihr das gerne möchtet. Wir zeigen euch hier nur ein paar Beispiele, wie wir sie dekoriert haben. Das Rezept für Royal Icing, das verlinke ich euch natürlich auch in die Infobox. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, die Lebkuchenmänner schmecken euch genauso gut, wie sie uns geschmeckt haben. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!